Hallo liebe Freunde der Nachtgedanken. Heute habe ich noch mal ein wenig von Eugen Roth für euch, für den einen oder anderen, der gerne mal wieder schmunzeln möchte. Ich habe hier so ein paar kurze gefunden. Ich hoffe, ich wiederhole nicht das, was ich schon mal von ihm gebracht habe, aber ich glaube, ich habe was Neues. Also ein paar kurze von Eugen Roth und das erste ist seelische Gesundheit. Ein Mensch frisst viel in sich hinein. Missachtung, Ärger, Liebespein. Und jeder fragt mit stillem Graus, was kommt da wohl einmal heraus? Doch sieh, nur Güte und Erbauung, der Mensch hat kräftige Verdauung. Manager. Ein Mensch wird alle Tage kränker, nur noch Betriebs- und Wagenlenker. Lebt er dahin, teils seelenhastig, teils leibträg ohne Heilgymnastik, was hat er Eiliges zu erledigen? Vergebens Frau und Freunde predigen, dass er auf Gesundheit sehe und, wenn schon nicht in Urlaub gehe, ein bisschen laufe, schwimme, turne. Zu spät, der Rest kommt in die Urne. Der Schlag, just vor der Unterschrift des letzten Briefs, den Menschen trifft. Die Sekretärin, noch hienieden, schreibt darunter, nach Diktat verschieden. Memento Mori. Ein Mensch von Arbeit überhäuft, indes die Zeit von dannen läuft, hat zu erledigen eine Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag und er ist tot. Was grad so wichtig noch erschien, fällt hin, was bleibt von den Terminen. Nur dieser einzige zuletzt, am Mittwoch wird er beigesetzt. Und schau, den hält er pünktlich ein, denn er hat Zeit jetzt, es zu sein. Den hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Jetzt hatte ich noch eins. Und zwar, Moment. Ich habe es gleich. Gleichgewicht. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit. B, der Tod. Drum hält der Arzt auf das er lebe uns zwischen beiden in der Schwebe. Einsicht. Der Kranke traut nur widerwillig dem Arzt, der es schmerzlos macht und billig. Lasst nie den alten Grundsatz rosten. Es muss A wehtun, B was kosten. Ausweg. Wer krank ist, wird zur Not sich fassen. Gilt's dies und das zu unterlassen. Doch meistens zeigt er sich immun, heißt es dagegen was zu tun. Er wählt den Weg meist dem Bequemen, was ein statt was zu unternehmen. So, und jetzt nochmal der verdiente Hereinfall. Ein Mensch kriegt einen Kitsch gezeigt, doch anstatt, dass er eisig schweigt, lobt er das Ding, das höchstens nette, fast so, als ob er es gerne hätte. Der Unmensch kann er es so billig, zeigt unverhofft sich schenkungswillig und sagt, ihn freu's, dass an der Gabe der Mensch so sichtlich Freude habe. Moral. Beim Lobe stets dran denken, man könnte dir dergleichen schenken. Ich wünsche euch eine gute Nacht.